Hallo ihr da draußen! Heute gibt es wieder ein neues Video von mir und Maxi. Hallo! Und wir haben noch ein paar Zuschauer hinter der Kamera. Aber okay, heute gibt es das Q&A, was wir vor sehr langer Zeit angekündigt haben. Und das ist eigentlich schon das Intro gewesen. Ja. Okay, wir fangen einfach mal an. Würdest du ein bestimmtes Alter bevorzugen, um Au-pair zu sein? Sechs. Ich muss sagen, ich bin mit dem Alter meiner Kinder zufrieden. Ich glaube eher, wenn du Au-pair bist. Hm. Hä? Oh, du lieber mit 18, 19, 26. Ach so. Ach so. Ja, gut. Ja, also ich finde mein Alter ganz gut, aber also eigentlich ist es, glaube ich, relativ egal. Aber ich glaube, die meisten machen es halt einfach nach der Schule, weil es am einfachsten ist. Oder halt, einige haben auch schon eine Ausbildung. Also eigentlich ist es recht egal, würde ich sagen. Ich würde eher sagen, dass man mit so früh wie möglich mit 18, 19, weil es einfach die meisten hier sind. Das stimmt. Und wenn du etwas älter bist, hast du ein paar mehr Schwierigkeiten, Au-pair-Freunde zu haben, zumindest glaube ich das. Aber dafür kannst du einfacher amerikanische Leute kennenlernen. Genau, weil du über 21 bist. Richtig. Ja. Nächste Frage. Wie war der erste Tag in der Gastfamilie und wie kann man sich am besten kennenlernen? Mein erster Tag in der Gastfamilie war schön. Also ich glaube, wir haben irgendwas unternommen. Ich weiß nicht mehr, wir haben zusammen gefrühstückt. Wir haben ja auf jeden Fall auch das erste Wochenende alles komplett zusammen verbracht. Aber mein erster Arbeitstag war, also alleine, war die Hölle, weil die habe ich nur durchgeheult. War sehr überfordert, aber danach ging es eigentlich. Ja, bei mir war das alles ein bisschen spezieller. Meine Gastmutter und meine Gastkinder, die waren nicht da, die waren in London zu der Zeit noch. Und ich war nur mit meinem Gastvater hier und mein Gastvater ist sehr, sehr verpeilt. Ich musste an meinem ersten Abend, kurz nachdem ich angekommen bin, mit ihm zum Hockeyspiel fahren, bevor ich überhaupt nach Hause gefahren bin. Dann am nächsten Tag bin ich morgens aufgewacht und er war schon weg. Ich war den ganzen Tag alleine zu Hause. Ich habe mich dann abends noch mit einer Freundin von den Orientations getroffen. Davor bin ich 15 Minuten mit dem Auto gefahren und dann musste ich schon alleine durch die Gegend fahren. Also ich war wirklich den ganzen Tag alleine. Zu dem Zeitpunkt fand ich das gar nicht so schlimm, aber eigentlich war ich doch schon ein bisschen einsam. Aber es war ganz lustig und es hat ja alles so geklappt. So war es ganz gut eigentlich, um so das Haus mal so ein bisschen, sag ich mal, kennenzulernen, aber... Ohne sich komisch vorzukommen, wenn man durchs Haus läuft. Genau. Aber andererseits war es auch echt ein bisschen... Ich habe mich auch ein bisschen lost gefühlt da im Haus. Was war der zweite Teil der Frage? Wie kann man sich am besten kennenlernen? Also, sich als Freunde oder sich mit der Gastfamilie? Ja. Nein, ich glaube eher Freunde. Hätte ich auch gesagt. Können wir auch beides. Ja, wir beantworten einfach beides. Mit der Gastfamilie weiß ich nicht. Also das kommt eigentlich von alleine. Also am Anfang macht man halt noch, weil man noch keine Freunde hat, macht man noch was mit der Gastfamilie und dann lernt man sich mehr kennen und man kennt die ja eh schon ein bisschen. Was ich ganz gut finde, ist halt, wenn man immer zusammen Abend isst oder so. Ja. Und mit Freunden, es gibt ja ganz viele Facebook-Gruppen und WhatsApp-Gruppen und so. Und da kommt man am meisten schon, bevor man in die USA kommt, in Kontakt, habe ich zumindest. So. Ja. Svenja und ich hatten schon vorher ein bisschen geschrieben. Oder man wird halt in der Gruppe vorgestellt und ja, schreibt sich dann an. Eben. Oder WhatsApp-Gruppen gibt es auch. Oder man wartet bis zum Cluster-Meeting. Aber eigentlich genau. Ist das schon vorher meistens so. Ja. Habt ihr eure Familie über eine Agentur gefunden? Ja. Und ich meine, in Amerika muss man das machen. Ohne Agentur ist es illegal. Ja, ich glaube auch. Wir sind bei AIFS übrigens. Oder Au-pair in Amerika. Und wie sammelt ihr eure Credits? Also, ich war meine ersten drei Credits am College gesammelt. Und zwar bei einem Graphic Design Application Kurs. Und der war aber allerdings recht teuer. 561, meine ich. Aber ist der normale Preis? Ja. Hier, also man zahlt pro Credit. Und ich glaube, ein Credit hat 161 oder so gekostet. Wirklich? Nee, das hab ich nicht. Nee, das ergibt keinen Sinn. Ich hatte allerdings einen Non-Credit-Kurs. Und der hat $500 gekostet. Und ich habe alle 72 Stunden abgedeckt. Das ist gut. Das ist der Englischkurs, ne? Töffel, oder? Ja. Ja. Ja, und dann den zweiten Kurs hatte ich eine Weekend Travel Class nach Washington DC, weil die war günstig, 270 oder so, und ich habe 3 Credits bekommen mit wenig Arbeit. Ja, also ich habe auch, also ich bin halt jetzt ans College gegangen und habe da einen Französischkurs gemacht, zweimal die Woche. Ich fand es eigentlich ganz cool, also der hat auch 561 gekostet und ich wollte halt schon nochmal eine andere Sprache lernen und davon ist auch nicht viel hängen geblieben, aber ich dachte, ich versuch's mal und ich fand es eigentlich ganz cool, vormittags immer was zu tun zu haben.
Und ja, jetzt gerade habe ich eine Travel Class zu Niagara-Fan gemacht. Beziehungsweise ich war, musste dreimal ans College an einem Sonntag und in 2 Wochen fahren wir an die Niagara-Fälle dann für ein Wochenende. Und die hat auch, war recht teuer, hat auch irgendwie 500 irgendwas gekostet. Aber man bekommt 500 von der Gastfamilie. Das übrigens. Stimmt, aber die Kurse sind teurer geworden und deswegen reicht das eigentlich nicht mal für einen Kurs meistens. Nee. Ja. Wie schnell habt ihr euch in den USA eingelebt? Ziemlich schnell, würde ich sagen. Also, es ist nicht wirklich anders als Deutschland. Man denkt das immer, aber es ist wirklich nicht unbedingt so anders. Und ja, klar, man arbeitet viel. Also ich arbeite zumindest jeden Tag 9 Stunden. Das war schon gewöhnungsbedürftig. Und auch die Arbeit an sich war relativ gewöhnungsbedürftig. Aber ansonsten habe ich mich schnell eingelebt. Ja, also wie gesagt, bei mir war das ja etwas spezieller. Aber dadurch wurde ich eigentlich auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Also ich habe am ersten, zweiten Tag, also direkt was hier mit Freunden gemacht, bin alleine Auto gefahren und so. Und dadurch, glaube ich, habe ich mich auch ganz schnell eingelebt. Also auch darauf das Wochenende war ich auch wieder alleine und musste mich dann halt immer selbst um irgendwas kümmern, habe dadurch schnell Leute kennengelernt und so. Also ja, es ging eigentlich recht schnell. Bei mir hat das übrigens 2 Wochen circa gedauert, bis ich was mit Freunden gemacht habe, meine ich. Weil ich hatte noch kein Auto und ich habe halt erstmal was mit meiner Gastfamilie gemacht. Ja. Wisst ihr schon, was ihr nach dem Au-pair-Jahr machen wollt? Ja, ich möchte studieren, ich möchte IT-Sicherheit studieren und werde mich dafür auch jetzt bald einschreiben. Also drück die Daumen, dass ich reinkomme. Ja, das werde ich machen. Ich werde auch studieren, also ist noch nicht ganz sicher was. Entweder Medien- und Kommunikationswissenschaften oder Public Relations, aber das ist halt davon abhängig, wo ich genommen werde und so. Und dadurch, dass ich meinen vollen Reisemonat nehme, ist das ein bisschen knapp. Also an der Fachhochschule fängt zum Beispiel schon am 20.09. an und ich bin wahrscheinlich erst am 7.09. wieder in Deutschland. Dann müsste ich noch umziehen und so. Muss ich mal gucken. Also steht noch nicht fest, ich schreibe mich bald ein und dann entscheide ich spontan, was ich mache, würde ich sagen. Aber ich studiere auf jeden Fall. Ich werde keinen Reisemonat haben, leider, weil ich studiere. Habt ihr Tipps zum Koffer packen? Ja, also was ihr mitnehmen solltet und wie viel? Also auf jeden Fall nichts auf Vorrat mitnehmen. Also es gibt hier Leute, die haben richtig viel Deo und so mitgenommen. Also wenn ihr das macht, dann nehmt eine Flasche, 2 Flaschen mit. Aber ich finde es auch unnötig. Also ich bin der Meinung, man kriegt auch alles hier. Also wirklich. Ja. Also es ist natürlich auch die Frage, wie viel man immer ausgibt. Aber wenn du einmal ein Deo für 3 oder 4 Dollar kaufst, das kriegst du ja auch nicht alle 2 Wochen. Und man kriegt alles, also auch Tampons zum Beispiel gibt es hier auch. Hier gibt es auch normale Tampons, nicht nur diese komischen. Ja. Ein bisschen komisch, das anzusprechen, aber ja. Nichts auf Vorrat mitnehmen, das ist einfach schwachsinnig und auch nicht zu viele Klamotten. Vor allem, sag ich mal, wenn ihr im Sommer kommt, nicht zu viele Winterklamotten. Also vielleicht, ich habe jetzt vielleicht 1, 2 Pullis, 1, 2 Sweatshirtjacken mitgenommen und den Rest kauft man sich. Man geht hier eh viel zu viel shoppen, also genau. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde nicht meinen Koffer so voll packen. Manche sind sogar schon mit 2 Koffern gekommen. Würde ich nicht tun. Geht man dann zurück. Ja, also. Und ja, auf Vorrat würde ich auch nichts mitnehmen, weil kriegst du echt alles. Und genau. Man sagt, es ist ein bisschen teurer. Es ist vielleicht auch ein bisschen teurer, aber es bringt nichts. Ja. Und man verdient genug hier, also. Das stimmt. ja, sonst noch. Mir wurde mal erzählt, dass man so, wenn man für ein Jahr oder so weggeht, so für 3 Wochen ungefähr packen soll. Wenn man 3 Wochen Urlaub fahren will. Ich weiß nicht, ob das so. Ich meine, man hat auch eine Waschmaschine, also. Genau. Also ich weiß es nicht. Ich persönlich habe richtig gut gepackt. Ich habe nichts Unnötiges mitgenommen. Aber ich weiß nicht, was für Tipps ich jetzt hätte. So. Also ich habe zum Beispiel auch nur, glaube ich, als Jacke habe ich, glaube ich, nur eine Lederjacke mitgenommen. Das war's. Und. Ja, ich hätte nur meine Jeansjacke als Jacke. Ja, also im Sommer braucht man auf jeden Fall keine richtige Jacke, wenn man jetzt nicht irgendwo ganz im Norden ist. Ist auf jeden Fall ausreichend. Stimme ich zu. Hast du einen Tipp, wenn man bei mehr als einer Gastfamilie ein sehr positives Gefühl hat? Hatte ich nicht. In der Situation war ich nicht. Doch, ich hatte auch so einen Zwiespalt. Aber da habe ich dann im Endeffekt einfach aufs Herz gehört. Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber vielleicht, wenn wirklich beide Gastfamilien richtig gut sind, dann vielleicht eher so. Also darauf achten, was dir persönlich wichtig ist. Und notfalls, falls du dich echt nicht entscheiden kannst, was von der Region abhängig. Ja. Und
Und das alte Au-pair-Fragen. Genau, das alte Au-pair-Fragen ist auch immer ganz wichtig. Ja. Aber das haben wir schon in einem Video besprochen. Genau. Ja. Was ist am unterschiedlichsten zwischen Deutschland und den USA? Oh. Ich finde, alles ist ein bisschen unterschiedlich, aber nicht richtig unterschiedlich. Also das meiste. Vielleicht die Menschen. Hier, die Menschen sind so richtig so, du kommst irgendwo rein sofort, ach, wie geht's dir, hi, bla 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 bla. Die Menschen sind offener, ja. Ja, die wollen sofort ein Gespräch anfangen, aber halt auch nicht so tiefsinniges Gespräch. Aber die, wie in Deutschland, einfach nur so, ja, hier, 3,50, sagen die, wollen die halt dann noch ein bisschen von dir erfahren. Genau, also, ja, die Leute sind auf jeden Fall offener. Und ansonsten, es gibt viele kleine Unterschiede, mir fällt jetzt kein großer Unterschied. Die fahren hier anders Auto. Genau, die Autos sind anders. Ja, es gibt mehr große Autos. Essen ist anders. Das Essen ist anders. Ja, aber es ist halt nicht so was Großes, was man sich nicht hätte denken können vorher. Ja, finde ich auch. Es sind, ja. Was sagt ihr? Habt ihr irgendwas? Ich habe keine gute Antwort zu dieser Frage. Shopping. Essen ist teuer. Genau, Essen ist sehr teuer. Ja. Stimmt. Und Fliegen auch. Auch. Inlandsflüge. Aber sind schon recht teuer. Ja. Aber USA ist auch ein großes Land. Das stimmt. Okay, gibt es noch eine Frage? Wie ist das mit eurem Englisch? Habt ihr euch schnell daran gewöhnt und wie gut sprecht ihr jetzt? Das ist eine schwere Frage, selbst zu beurteilen, aber... Also ich würde sagen, mein Englisch war, als ich kam, schon relativ gut. Also es hatte mir auch meine Gastfamilie, ich habe da schon mit meiner Gastfamilie darüber gesprochen, die hat mir das gesagt und ich muss sagen, ich habe weniger ein Problem, einfach so loszuschießen mit irgendeiner Antwort. Also vorher hat man vielleicht mehr überlegt und dann, ich habe auch immer zu viel überlegt und dann den Satz tausendmal umgestellt. Das Problem habe ich jetzt nicht mehr so sehr und auch weil, ich habe zwar kleine Kinder, also 3 Jahre, 3 Monate, aber trotzdem hat sich mein Englisch, denke ich, verbessert. Also ich habe, ich dachte eigentlich auch, dass mein Englisch gut war, als ich hergekommen bin. Dann habe ich immer mit meinen Gasteltern geredet und ich dachte, oh Gott, was ist los mit mir? Da war ich echt irgendwie enttäuscht von mir selbst, aber jetzt eigentlich, also jetzt, erst dachte ich auch, mein Englisch verändert sich gar nicht, aber jetzt bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass mein Englisch sich verbessert hat. Und ja. Also es kommt drauf an, mit wem ich rede, aber eigentlich doch schon. Also ich würde schon sagen, dass ich fließend und eigentlich auch recht gut Englisch spreche. Also ja. Ich hatte anfangs immer das Problem, dass ich halt Angst hatte, was falsch zu machen, wobei ich mir sicher war, dass ich es richtig habe im Kopf. Ja. Und diese Angst verliert man einfach, weil es bleibt einem nichts anderes übrig, als auf Englisch mit allen Leuten zu sprechen. Da kannst du nicht einfach auf Deutsch ausweichen. Deswegen, dadurch wird es besser und... Das Ding ist aber auch zum Beispiel, mit meinen Gastkindern rede ich auch immer nur das Gleiche. Das stimmt. Also, Kinder wollen halt, also meine Gastkinder, ich denke, das ist bei vielen anderen auch so, die wollen nicht wirklich viel über dich wissen. Also die Kinder, das ist bei mir auf jeden Fall so. Und deswegen, ich frage immer die gleichen Sachen. Ich frage, was sie essen wollen, was sie machen wollen, sowas. Und da entstehen ja keine tiefgründigen Gespräche, sondern sind halt Kinder, ne? Aber ja. Es verbessert sich. Ja, auf jeden Fall. Gibt's noch irgendwas? Ja. Hast du schon andere Au-pairs kennengelernt, die dann ausgereist sind oder ausreisen wollen? Sie meinte im Januar, Februar. Die Zeit ist ja sehr eher untypisch, aber ich werde erst spät 18 und will ja noch ein kleines bisschen Geld zusammen sparen und in der Zeit nach meinem Abi dieses Jahr meinen Führerschein machen. Dass man nicht im Sommer ausreist? Ja. Ja? Ich, ja, hier, wir haben direkt Mara bei uns. Mara kam im Dezember, Januar zu uns. gibt's aber nicht viel, muss man dazu sagen. Gibt's nicht viel, aber... Also bei uns war das halt so, das klingt jetzt ein bisschen blöd, sag ich mal, unsere Gruppe hatte sich schon so geformt und ist Mara irgendwann dazugestoßen. Also... Schwarze Schau. Ja, so ungefähr. Nein, aber es ist halt, ich meine, es ist nicht schlimm, also man findet auch so Freunde. Ja. Man muss sich halt nur bewusst sein, dass die meisten tatsächlich im Sommer kommen. Das ist halt einfach ja. So. Also die meisten Deutschen kommen im Sommer. Das stimmt. Im Winter kommen eher die Südafrikaner. Das stimmt. Die Deutschen kommen halt alle nach dem Abi und die anderen, die meisten, also ich glaube Deutschland ist so das Land, wo die alle nach dem Abi kommen, also mit 18, 19. So Südamerikaner, auf jeden Fall, die sind alle meistens älter. Und ja, die haben auch meistens schon irgendwas vorher gemacht. Ja, irgendwann. Die interessiert es auch nicht, wann sie kommen. Die kommen einfach irgendwann. Ja. Also das stimmt schon. Also wir merken das ja auch im Cluster, da kommen häufig mal neue. Wobei halt wirklich der Schwerpunkt im aber Sommer aber eher vereinzelt. Ich finde im Sommer, also jede Woche kam vielleicht so... 3, 4 oder ja, so. Ja, schon. Ja. Ja. Okay, das war's? Ja, das war's. Okay. Ja. Vielen Dank für die ganzen Fragen.
Das war's mit dem Video. Julia! Okay. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir konnten euch weiterhelfen. Ja, gebt dem Video doch einen Daumen hoch, lasst einen Kommentar da und abonnieren nicht vergessen. Ich mache nicht immer jedes Abo und die da hinten sterben gerade wohl scheinbar irgendwie. Okay. Okay. Das war's. Das war's. Dann würde ich sagen, tschüss. Bye. Bis zum nächsten Mal. Komm, bye. Bye. Ich musste übrigens so lachen, weil ich viel zu kurz bin. Passen die Hunde denn runter durch? Nein, der Kopf aber. Der muss auch. Und